So, ein liebes Hallo und Moin Moin an meine tollen deutschen treuen Zuschauer, für die ich jetzt das nächste Video aufnehme, meiner Zusammenfassung der Lesung, die ich in Englisch des ganzen Buches gemacht habe, von Rulers of Evil oder eben wie es im Deutschen heißt, Herrscher des Bösen. Wir sind jetzt im dritten Teil und fangen an im Kapitel 7, das heißt The Fingerstroke of God oder der Fingerzeig Gottes. Am 15. August 1534, dem, wohlbemerkt bitte, unbiblischen Fest der Himmelfahrt der Jungfrau Maria, schworen die Kameraden, also die Kameraden von Loyola und seine Jünger, unter diesen Jüngern, wo sich auch ein gewisser Francis Xavier befand, Francis Xavier, woher Papst Franziskus meiner Meinung nach seinen Namen gewählt hat, nicht Franz von Assisi. Ich meine, er hat ihn gewählt wegen Francis Xavier. Der wurde, glaube ich, auch nach Loyola der nächste General der Jesuiten. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat der damals die Reise in den Orient übernommen. In den Orient, sage ich schon, nach Asien übernommen und hat da in Asien unglaublich viele Protestanten ermordet, vor allen Dingen in Indien. Also an diesem 15. August, dem unbiblischen Fest der Maria, der Himmelfahrt der Jungfrau Maria, schworen die Kameraden Loyola und seine Jünger einen Eid. Dieser Eid war der heiligen Jungfrau der St. Mary's Church am Montmartre in Paris und Saint-Denis, dem Nationalheiligen Frankreichs, in der nach ihm benannten Kirche gewidmet. Dieser Eid. Erinnert ihr euch daran, wer Saint-Denis war? Dionysus, Bacchus, Nimrod. Ich verweise hier gerne auf meine Lesung des Buches von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, in der diese Fakten geschichtlich belegt werden. Papst Paul III. Ist eine zentrale Figur in der Geschichte der Gesellschaft Jesu und damit auch in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Papst Paul III. War es, der im Sommer 1539 den Geschäftsplan des Ignatius von Loyola genehmigte. Zitat: Sie würden die Welt durch eine unvorhersehbare Vielzahl an Unternehmungen unterwandern. Als Ärzte, Rechtsanwälte, als Autoren, als reformierte Theologen, als Bankiers, als Staatsmänner, Hofbeamte, Diplomaten, Entdecker, Geschäftsleute, Händler, Poeten, Gelehrte, Wissenschaftler, Architekten, Ingenieure, Künstler, Buchdrucker, Philosophen und was die Welt sonst noch brauchen kann und die Kirche verlangt. Ende Zitat. Da muss ich mal eben kurz einwerfen. Diese ganzen Geschäftsbereiche, diese ganzen Berufe, die ich gerade eben hier erwähnt habe, das gehört dazu, dass der Orden der Gesellschaft Jesu oder die Jesuiten, wie wir sie im Allgemeinen nennen, säkularisiert werden mussten. Das heißt, weltlich gemacht werden mussten. Weil was haben denn Entdecker, Geschäftsleute, Händler, Poeten, Gelehrte, Wissenschaftler, Architekten, Ingenieure und Künstler, bitteschön, mit einem monastischen Orden, also mit einem katholischen Orden zu tun? Nicht viel. Aber hier finden wir bereits einen Hinweis darauf, dass die Gesellschaft Jesu eben auch daraufhin gegründet war, das ganze säkulare, also das weltliche Leben von uns zu unterwandern. Und wie sie das genau getan haben, dazu kommen wir später, wenn wir zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika kommen. Das wird ein ziemlich dickes Kapitel, weil schließlich darf man nicht vergessen, geht dieses ganze Buch im Grunde nur darum, das habt ihr ja wahrscheinlich schon verstanden, nicht nur die Geschichte der Tempelritter und der wiederauferstandenen Tempelritter der Geschichte Jesu, der Jesuiten, zu belegen, sondern dieses Buch geht vor allen Dingen darum, um den Menschen deutlich zu machen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurden von ganz anderen Leuten und unter ganz anderen Bedingungen, als uns öffentlich in der Geschichte gelehrt wird. Und dass man diese Gesellschaft Jesu dann zu einem bestimmten Zeitpunkt säkularisieren konnte, da kommen wir später nochmal zu. Der Autor fährt fort in dem nächsten kleinen Zitat: Der Status des Generals, der mit dem Papst auf einer Stufe steht,
In Verbindung mit dem Vorteil der Dunkelheit, die ihn nahezu unsichtbar macht, ist der Grund dafür, dass der Oberbefehlshaber der Jesuiten schon immer Papa Nero genannt wurde. Der schwarze Papst, der schwarze Papa. Und später in dem Buch werden wir auch noch dahinter kommen, dass die Jesuiten selbst verpflichtet werden, den schwarzen Papst, ihren General, weil es geht hier um einen militärischen Orden, wie wir gleich noch sehen werden, dass sie ihn als Vicarius Filii Dei sehen. Das heißt, den Stellvertreter Jesus Christus auf Erden. Den Titel, den der weiße Papst für sich beansprucht, den beansprucht der schwarze Papst genauso für sich. Und das gehört zur absoluten Gehorsamslehre der Jesuiten dazu. Orde ab Cadaver oder Kadavergehorsam, wie ich glaube ich im vorigen Teil schon mal gelesen hatte. Nun, als nächstes könnt ihr im Buch den Schwur der Jesuiten nachlesen, der ist zum großen Teil da abgedruckt, aber darauf werde ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Ich sage euch auch warum. Um mehr darüber zu erfahren, empfehle ich mein 2-stündiges Video zu dem Thema, das ich vor 2 Jahren aufgenommen habe. Ihr findet es in der Playliste oder in der Abspielliste meiner Videos mit dem Namen Nothing But The Truth. Und da geht es um den Schwur der Jesuiten. Findet man ganz leicht, der Titel ist ja deutlich. Nun, ich plane eine komplette Übersetzung dieses Eids ins Deutsche und werde, wenn es dann getan ist, darüber ein eigenes Video herausbringen. Es gibt auch eine Übersetzung von diesem Jesuiten-Eid, also das ist der, wie man im Englischen sagt, Fourth Vow of Induction, also der vierte Eid, den die Jesuiten ablegen, neben ihren anderen Eiden, die sie ablegen. Treue an den Papst, Armut, Entsagung, nach dem Motto, dass sie sich keusch verhalten, so denkt man, ne? Aber sie entsagen sich halt nur den Frauen, deswegen entsagen sie sich noch lange nicht vom Sex. Neben diesen ganzen Eiden, die die Jesuiten ablegen, legen sie eben noch einen vierten Eid ab. Und um diesen vierten Eid geht es jetzt gerade. Weil das Buch fährt fort, und das ist unglaublich wichtig, jetzt hört gut zu. Als Ignatius seine Präsentation des vierten Eides der Einweihung beendet hatte, rief der Papst laut: Hoc est digitus Dei! Das ist der Fingerzeig Gottes. Da kann man sich natürlich schon mal ein bisschen fragen, welchen Gott meint der Papst, wenn er einen solchen Eid hört und ausruft: Hoc est digitus Dei. Das ist der Fingerzeig Gottes. Ich meine, das kann wohl jeder für sich selbst ausmachen, dass das nicht der Gott der Bibel ist. Dass das nicht der Gott von Abraham, Isaak und Jakob ist, an den wir bibeltreue Christen glauben. Nein, das ist meines Erachtens eine ziemlich deutliche Verweisung nach seinem Herrn und Meister, Satan. Am 27. September 1540 besiegelte Papst Paul III. Seine Zustimmung mit der höchsten und ehrwürdigsten päpstlichen Verkündigung, einem Dokument, das Bulle genannt wird. Das Wort Bulle kommt aus dem lateinischen Bulla, das übersetzt Blase heißt, und das beigefügt eiförmige oder runde Siegel bezeichnet, welches den Namen des Papstes trägt. Papst Paul III. Bulle, die den Jesuiten galt, trägt den Namen Regimini Militantes Ecclesiae. Regimini Militantes Ecclesiae. Sucht das selbst im Internet. Geht auf die katholischen Webseiten. Geht in die katholische Enzyklopädie. Ihr findet das überall. Die päpstliche Bulle Regimini Militantes Ecclesiae. Das heißt auf Deutsch über die Vorherrschaft des kirchlichen Kriegers oder die Kirche im Krieg. Deswegen sind die Jesuiten von Anbeginn an ein militärischer und kein monastischer Glaubensorden, ein Militärorden. Und je weiter wir in dieses Buch einsteigen, desto mehr wird euch deutlich, warum die Vereinigten Staaten von Amerika heute der sogenannte Polizeimann, der sogenannte Polizist der Welt ist.
warum die in über 180 Ländern auf dieser Welt inzwischen ihre militärischen Basen überhaupt haben. Warum Amerika so ein militarisiertes Land ist. Weil Amerika von den Jesuiten gegründet wurde. Das zeigt euch dieses Buch von Anfang an. Und von Anfang an wird hier deutlich, warum dieser kirchliche, militärische Orden dann seinen Stammsitz in Amerika gesucht hat. Ihr erinnert euch vielleicht an die drei Städte. Vatikan, City of London, Washington DC. Der Vatikan ist ein Land, das vollkommen ausgenommen ist von dem Land in Italien, wo es drin liegt. Das vollkommen ausgenommen ist von der Stadt Rom, wo es drin liegt. Es ist ein eigener Staat. Die Kirche ist ein Staat und das kann man nachlesen. Ganz am Anfang des Buches Rulers of Evil, da ist nämlich auch ein Zitat darüber, wo von einem katholischen Bischof, glaube ich war es, gesagt wird, die Kirche ist ein Staat. Das heißt, wenn ich die römisch-katholische Kirche bei mir in den Staat, in meine Nation reinhole, dann hole ich mir einen Staat in meinen Staat. Und dieser Staat tut dann auch nichts anderes, als hinter dem sichtbaren Staat für uns, das, was uns alles möglich gemacht hat, unsere Politiker, unser Parteiensystem, alles drum und dran, um dahinter eine Schattenregierung aufzubauen. Das wird gemacht mit Diözesen. Und die Diözesen haben als Vorsitzenden einen Bischof. Und da gibt es drunter dann, da gibt es dann darüber noch den Erzbischof, der ein paar Diözesen vereint. Und darüber gibt es den Kardinal. Und der Kardinal ist ein Sohn des Papstes. Und er ist im Grunde das, was wir als Bundeskanzler oder Präsident oder was auch immer kennen. Und nicht der, der uns vorgespielt wird. Ob das jetzt Schröder ist oder Merkel ist oder welche Puppe auch immer da an irgendwelchen Strängen dahin tanzt, das sind alles nur Schauspieler. Gute Schauspieler, schlaue Schauspieler, jesuitengetrainte Schauspieler. Ja? Und die Vereinigten Staaten von Amerika wurden, und das wird in diesem Buch bewiesen, von den Jesuiten gegründet und von daher hast du Vatikan als spirituelles Zentrum der Welt, du hast City of London, die kleine Quadratmeile, wie man das im Englischen so schön sagt, Square Mile, die Quadratmeile im Zentrum Londons aus 1500 und irgendwas in der Zeit oder sogar noch von davor, von den Templern aufgerichtet, nennt man auch The Crown, das ist das Bankenzentrum der Welt, das ist das Finanzzentrum dieser Welt, nicht New York mit ihrer Börse. Da ist so unwichtig im Verhältnis. London ist die Zentrale des Geldsitzes. Und Washington DC. DC steht für District of Columbia. Das ist genauso ausgenommen von den Vereinigten Staaten und dem Staat Maryland, wo es drin liegt, wie alles, alle anderen zwei auch. Die City of London, die Crown, die da in der, im Zentrum Londons ist, ist vollständig frei von der Herrschaft der Königin von England. Vollständig frei von der Herrschaft des Parlaments. Die haben ihr eigenes Recht, ihren eigenen Staat, ein Staat im Staate. So ist der Vatikan in Italien, so ist die City of London in London, in England und so ist Washington DC in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also, Regimini Militantis Ecclesia heißt über die Vorherrschaft des kirchlichen Kriegers oder über die heißt die Kirche im Krieg. Der Titel formt eine kabbalistische Sprachfigur. Ja, mit Kabbalistik ist natürlich Rom ganz, ganz groß, weil das ist ja logisch. Kommt ja alles aus Babylon. Und woher kommt Kabbalistik? Aus Babylon. Ja? Der Titel formt eine kabbalistische Sprachfigur, wie sie typisch für die heidnisch-römische Heiligsprechung ist. Bekannt als Notarikon, so nennt man solche Sprachfiguren, ist diese Sprachfigur ein Akronym, das die Bedeutung der darin enthaltenen Wortanfänge verstärkt. Regimini Militantis Ecclesiae formt das Notarion R, zwischen Klammern setzen wir dann noch O, M und E, R-M-E, Rom, der Name des Imperiums, dessen Heil die Gesellschaft Jesu zu sichern, durch diese Bulle bestimmt worden war. Und zwar durch die Künste des Krieges. The Art of War. Die Kunst des Krieges. Da kommen wir später in dem Buch noch drauf. Ein Buch,
angeblich geschrieben in China vor so vielen Jahren, bla bla bla, alles Lüge. Es war ein Jesuit, der das Buch geschrieben hat. Das steht auch in diesem Buch Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, deutlich geschrieben. Der das Buch 1772 aus dem Französischen übersetzte ins Englische. L'art de guerre, oder The Art of War, die Kunst des Krieges. Und dieser Jesuit hat das Buch natürlich, natürlich geschrieben. Mit der Zustimmung des damaligen Generals, auf den wir später noch zu sprechen kommen, Lorenzo Ricci. Ohne die Zustimmung, ohne die Genehmigung des Generals, schreibt kein Jesuit ein Buch. Zwischen Klammern, und bleibt am Leben. Deswegen habe ich mich noch nicht besonders gewagt an das Buch von Malachi Martin, The Keys of His Blood. Weil er ein Jesuit ist. Ich wollte da erst ein bisschen die tiefere Studien mal eingehen. Aber das Buch ist halt super, 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 super interessant, um mal zu lesen. Jedenfalls ist es so, dass die Abkürzung, das Akronym der Regimini Militantes Ecclesiae, RME, das Notarikon Rom, gibt, der Name des Imperiums, dessen Heil die Gesellschaft zu Jesu zu sichern, durch diese Bulle bestimmt worden war. Und zwar durch die Künste des Krieges. Und da lernen wir noch eine ganze Menge draus, wo wir über Sun Tzu dann später sprechen. Das Buch halt, das von einem Jesuiten 1772 aus dem Französischen ins Englische übersetzt wurde. Zum Abschluss des siebten Kapitels lesen wir, innerhalb von 2 Jahren, also von 1540 bis dann 1542, nach Inkrafttreten der Bulle Regimini Militantis Ecclesiae, bestimmte Papst Paul III. Die Gesellschaft Jesu dazu, hört gut zu, die römische Inquisition zu administrieren. Das heißt, die Jesuiten haben in den 2 Jahren mit dem Papst darüber verhandelt, zu welchen Bedingungen sie bereit sind, die Inquisition zu übernehmen. Und zwar nicht nach dem Motto von, ja, da lassen wir uns ja irgendwie eine Schuld auf, wo wir mal blablabla. Nee. Die wollten die Inquisition. Die Jesuiten haben es sich zu ihrem Ziel gesetzt, und das kann man in ihrem Eid fantastisch nachlesen, haben es sich zu ihrem Ziel gesetzt, den Protestantismus auszurotten. Und dazu brauchen sie die Inquisition. Es wird hier nur ein Unterschied gemacht zwischen der römischen Inquisition, die die Gesellschaft Jesu administrieren will, und die ist nicht zu verwechseln mit der spanischen Inquisition, die ausschließlich der spanischen Krone Bericht erstattete. Wusstet ihr eigentlich, dass die spanische Inquisition noch bis Mitte der 70er Jahre des 20., also letzten Jahrhunderts, gültig war? Wusstet ihr, dass diese ganzen Foltergeräte wie die Streckbank und Daumenschrauben und all diese ganzen fürchterlichen Geräte, die man erfunden hat, zum großen Teil bis in die 70er Jahre letzten Jahrhunderts gebraucht wurden? Erst mit dem Tode Francos, wenn ich mich erinnere, muss das 1975 oder 76 gewesen sein, als der starb, der faschistische Führer Spaniens zu der Zeit. Da wurde die Inquisition in Spanien, zwischen Anführungsstrichen, offiziell aufgehoben. Die Inquisition gibt es in Rom, gibt es in der römisch-katholischen Kirche heute noch. Nur nennt sie sich nicht mehr Inquisition. Sie nennt sich Kongregation des Glaubens und der Glaubenslehre. Congregation of the Faith. Und der tolle Papst, Vorgänger von Franziskus, Benedikt der 16., Ratzinger, wo die Bild damals, kann ich mich erinnern, ganz toll, ganzseitig geschrieben hat, wir sind Papst, wir sind Papst, als ob das was Nachstrebenswertes wäre, der war, bevor er zum Papst gewählt wurde, der Vorsitzende der Glaubenslehre der Inquisition in Rom, in der römisch-katholischen Kirche.
Er hat die Inquisition geleitet. Unter anderem auch verantwortlich für Völkermord. Aber das sieht die römisch-katholische Kirche natürlich ein bisschen anders. Gut, das war Kapitel 7. Ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, finde ich. Auch wenn ich den größten Teil ausgelassen habe wegen dem Eid. Aber wie gesagt, da verweise ich auf das Video. Und jetzt machen wir weiter im Kapitel 8, das heißt der Einzug. Dieses Kapitel handelt vom 18 Jahre langen Konzil von Trient. Das stattfand zwischen 1545 und 1563. Also eben mal zur Geschichte. Rekapitulieren, was haben wir gerade gelesen? 1534 haben Ignatius Loyola und seine, zwischen Anführungsstrichen, Jünger ihren Eid abgelegt zur Treue gegenüber ihrem General und der Gesellschaft Jesu, die sie gegründet hatten. 1540 hat Papst Paul III. Mit einer päpstlichen Bulle die Jesuiten als offiziellen Orden in die römisch-katholische Kirche aufgenommen, mit der Bulle Regimini Militantis Ecclesiae. Innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten der Bulle, also im Lauf des Jahres 1542, waren die Jesuiten zufrieden mit der Inquisition und dann leitete Papst Paul III. Die Aussöhnung mit den Protestanten ein. Was ist denn die Aussöhnung? Ja, die Aussöhnung ist das Konzil von Trient. Und ich kann euch nur anraten, sucht das mal selber. Also im Englischen weiß ich, dass es da Bücher drüber gibt, über das Konzil von Trient. Unglaublich wichtig. Dauert 18 Jahre, ist natürlich nicht 18 Jahre am Stück, dass sie da gesessen haben. Das war mehrmals unterbrochen und ging teilweise nur über ein paar Monate, aber es lief in der gesamten Zeit von 1545 bis 1563. Und die Jesuiten haben dieses Konzil von Trent von Anfang an geleitet. Es war unter ihrer Leitung, unter ihrer Prämisse, das heißt, es war auch unter ihren Bedingungen, es war unter ihren, ja, ich traue mich das fast nicht zu sagen, Gewissensvorstellungen, weil Gewissen haben die ja nicht. Anathemisiert oder ewig verdammt, kann man das auch verstehen, war jeder, der glaubte, dass die Erlösung ein kostenloses Geschenk Gottes an seine Treuen sei und nicht von der Teilnahme an kirchlichen Sakramenten abhängt. 125 Anathemas, Anathemen, also ewige Verdammnis, Befehle für Protestanten wurden am Ende des Konzils veröffentlicht. Diese wurden noch einmal durch das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960ern bestätigt. Also, wir hatten das Konzil von Trent, 1545 bis 1563. Dann haben wir 1870 das erste Vatikanische Konzil, wo der Papst als unfehlbar erklärt wird. Und dann haben wir 1962 bis 1965 das zweite Vatikanische Konzil, der Beginn der charismatischen und der ökumenischen, Junges doch, der ökumenischen Bewegung, wo Rom wieder alle abgespaltenen Kirchen unter einen Hut kriegen will. Dafür wurde dann auch der World Council of Churches, der Weltkirchenrat, in die Welt gesetzt, um all diese abtrünnigen Töchter wieder unter der einen Mutter zu vereinen, der Mutterkirche, der römisch-katholischen Kirche. Und glaubt nicht, dass innerhalb der 400 Jahre zwischen dem Ende des Konzils von Trent und dem Anfang des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962 auch nur irgendetwas verändert wurde. Nichts wurde verändert. Rom verändert sich nie. Nichts, nichts, nichts wurde darin verändert. Die ganzen Anathemen, die ganzen ewigen Verdammnissprüche wurden alle bestätigt vor 50 Jahren. Und das belegt ein bisschen, in welcher interessanten Zeit wir heute leben. Das Zweite Vatikanische Konzil fand sein Ende 1965. Vor 50 Jahren.
Papst Franziskus hat jetzt am 30. November 2014 das sogenannte Jubiläumsjahr, das Jubilee Year, eingerichtet. Überall öffnet die römisch-katholische Kirche jetzt ihre Tore, ihre Pforten, ihre Türen und die Leute können da rein. Und dieses Jubiläumsjahr, Jubilee Year, geht zurück auf eine Gotteslehre, nach der im 50. Jahr, das könnt ihr ja gerne mal im Alten Testament nachlesen, den Leuten ihre Schulden vergeben wurden. Sklaven wurden freigelassen, man konnte wieder von vorne anfangen, nach 50 Jahren. Das ist biblisch. Was nicht biblisch ist, ist, was der Papst davon macht und dass er das, 50 Jahre nach Beenden des Zweiten Vatikanischen Konzils macht. Das ist das letzte Ultimatum, das die römisch-katholische Kirche den Protestanten dieser Erde setzt. Die Protestanten, die sich bis jetzt noch nicht Rom gefügt haben, bekommen noch dieses eine Jahr. Und dann fängt, um es mal ganz unbiblisch im Norddeutschen zu sagen, die Kacke an zu dampfen. Früher oder später. Dann ist vorbei. Die weltweite lutheranische Organisation hat 1999 bereits einen Vertrag des Friedens mit der römisch-katholischen Kirche unterzeichnet. Da habe ich 3 Sendungen drüber gemacht, an Hour of the Truth. 2004 hat die Methodistenkirche, die weltweite Vereinigung der Methodisten, dasselbe gemacht. Und ich habe dann vor 2 Jahren oder so, 1,5 Jahren, ein Video aufgenommen von Bischof Tony Palmer, von dem ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, der für die Organisation von Kenneth Copeland in Amerika arbeitet, und die hatten da ein Video vom Papst empfangen und ein Video zurückgeschickt, und Kenneth Copeland hat da in Zungen geredet. Und Tony Palmer hat in dem Treffen gesagt, dass der Protest vorbei ist. Und wenn der Protest vorbei ist, dann braucht man auch keine protestantischen Kirchen mehr. Nein, wir sind jetzt alle wiedergeborene Katholiken. Hat er so gesagt. Schaut's euch an. Das Video ist in meinem Archiv auf YouTube. The protest is not over. Oder irgendwie habe ich das genannt. The protest is over. Oder ich weiß nicht mehr. War nur ein 15 Minuten langes Video, wo ich halt das Video von Kenneth Copeland und Tony Palmer analysiert habe. In Englisch. Aber sehr interessant zu sehen. Vor allen Dingen, was er da sagt. Ich habe den Ton da zwar nicht mitlaufen lassen, aber ich habe nachgesprochen, was er gesagt hat. Ich habe es Wort für Wort aufgeschrieben und der Text ist sogar in der Beschreibungsbox des Videos damit bei. Der Protest ist vorbei. Das Problem ist, dass weder Tony Palmer, noch Kenneth Copeland, noch der Papst, noch sonst irgendjemand auch nur jemals darüber gesprochen haben, dass der große Protest eigentlich nicht nur ging um die Traditionen und die falschen Sakramente und das Verkaufen von Erlösung gegen Geld, wenn man halt Geld bezahlt, dass seine Sünden wechseln und sowas. Da ging es auch drum. Da ging es Luther drum in den ersten 95 Thesen, die er in Wittenberg an die Tür geschlagen hat, 1517, wo wir auch fast 500 Jahre Jubiläum kriegen. Deswegen sage ich euch, die Kacke fängt ganz schön an zu dampfen in der nächsten Zeit. Nein, der Hauptgrund war doch, dass Luther und alle seine zeitgenössischen protestantischen, ich nenne sie jetzt mal Kollegen, Mitbrüder, Cranmer, Mortimer, Huss, Calvin, Wycliffe, Tyndale und so weiter, ich tue immer den Leuten Unrecht, wenn ich sie nicht alle nenne, eines gemeinsam hatten. Sie haben alle ohne Ausnahme das Papsttum als den biblischen, historischen und prophetischen Antichristen erkannt. Das war der Protest. Wer protestiert das heute noch? Aufgrund der Zukunftslüge, in die Welt gesetzt von Ribera, mit seinem Buch, das er schrieb zwischen 1585 und 1590 und dann erstaunlicherweise gestorben ist 1591, um da ja nichts mehr dran ändern zu können, mit der Zukunftslüge, dass der Antichrist eine Person ist, die
höchstens 7 Jahre vor dem Wiederkehren unseres Herrn Jesus Christus auf dieser Welt erscheint. Und dass wir uns heute überhaupt keine Sorgen machen müssen, wie der Antichrist ist, weil das dauert noch. Jesus kommt ja noch nicht zurück. Und erst 7 Jahre, höchstens 7 Jahre, bevor er zurückkommt, dann erscheint der Antichrist auf der Bühne der Welt. Mit der Lüge haben sie die ganzen protestantischen Kirchen unterwandert. Mit der Lüge haben sie den Protestanten das genommen, was sie eigentlich sind. Sie haben ihnen die Basis unter den Füßen weggezogen. Gleichzeitig tun sie das auch noch mit den ganzen verfälschten Bibeln. Und wir haben auf einmal überhaupt keinen Grund mehr, um noch irgendwas zu protestieren. Es sei denn, wir wenden uns an die Bibel. Die einzig wahre, erhaltene Bibel in unserer Zeit heutzutage. Die 1611, leider nur in Englisch verfügbare, autorisierte Version von König James. Wenn wir die lesen, dann können wir aufgrund der Prophezeiungen von Daniel, der Prophezeiung von Paulus und natürlich der Offenbarung von Johannes, der Offenbarung von Jesus, die Johannes nur niedergeschrieben hat, 100% mit Genauigkeit den biblischen, historischen und prophetischen Antichristen entdecken. Und nur dann, liebe Brüder und Schwestern, haben wir eine Chance. Nur wer seinen Feind kennt, weiß, gegen wen er sich wenden muss. Und in diesen Zeiten, ich will das doch mal eben ganz kurz zur Sprache bringen, auch wenn es mit Rulers of Evil nicht viel zu tun hat. In diesen Zeiten, wo die Migranten oder auch Flüchtlinge genannt, nach Deutschland strömen mit Hunderttausenden und Millionen zugleich, nach Europa und nach Deutschland kommen. Und überall an der Wand jeder schreit, ISIS ist die große Gefahr, Islam ist die ganz große Gefahr, oh die Muselmänner und mit ihrer Scharia und. Wenn ihr meint, das Scharia-Gesetz zu kennen, dann rate ich euch an, dass ihr gleichzeitig mal das kanonische, römische Gesetz euch auch anschaut. Und dann werdet ihr feststellen, dass die zwei identisch sind. Also ob wir jetzt Scharia-Gesetz kriegen oder wir kriegen römisch-kanonisches Gesetz, wir sitzen in derselben S... Ich will das Wort jetzt nicht aussprechen. Der Islam ist keine Gefahr. Der Islam ist nur eine Ablenkung, dass man die wirkliche Gefahr nicht sieht. Ein, wie man im Englischen so schön sagt, ein Proxy, ein vorgeschobener Grund. Der im Vordergrund steht, den jeder anprangert, der ist es, der wird dann angefochten. Und der Papst, der dahinter sitzt, reibt sich die Hände und lacht sich schief, weil keiner weiß, wer er ist. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Genau das sagt der Papst sich jeden Tag. Kein Mensch identifiziert mich mehr als den Antichristen, als den Stellvertreter Satans auf Erden. Na wunderbar. Dann spiele ich den Leuten dies vor, dann spiele ich den Leuten das vor, ich spiele die Leute gegeneinander aus, dass am Ende wer gewinnt? Die römisch-katholische Kirche. Genau wie es im Eid der Jesuiten beschrieben steht. Ich werde weiß ansehen als schwarz und schwarz ansehen als weiß, wenn die kirchliche Hierarchie mir das so befiehlt. Der Zweck heiligt die Mittel, dass am Ende die Kirche den Nutzen davon trägt. Das sind Zitate aus dem Eid der Jesuiten. Wie gesagt, ich freue mich schon drauf, den mal in Deutsch ganz für euch zu bringen. Aber ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, in Herrscher des Bösen wollen wir auch noch ein bisschen weitermachen. Also, alle 125 Anathemen für Protestanten wurden am Ende des Konzils veröffentlicht. Diese wurden noch einmal durch das Zweite Vatikanische Konzil in den 60ern, also letztes Jahrhundert, 1960ern, bestätigt. Es ereignete sich auch beim Konzil von Trient, dass die römisch-katholische Kirche nach dem Rhythmus des schwarzen Papsttums zu marschieren begann.
Bevor ich jetzt hier weitermache, muss ich doch noch mal eben abweichen. Es tut mir ja leid. Aber das Konzil von Trent ist so was von wichtig, dass ich da hier nicht drüber hinweggehen will. In der 17. Sitzung des Konzils von Trient, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, ich hole mir das jetzt alles immer eben so aus meinem Köpfchen raus, hat der Erzbischof von Reggio den damals zu dem Zeitpunkt noch positiv gegenüberstehenden Protestanten den Todesstoß versetzt. Ich gehe hier nur ganz, ganz kurz drauf ein. Ich habe ein Video gemacht in der Abspielliste Nothing But The Truth, die heißt The Sabbath Question, Why Didn't the Reformers Go All The Way? Auf Deutsch die Sabbatfrage, warum sind die Reformer nicht den ganzen Weg gegangen? Das Video dauert knapp 3 Stunden, etwas drüber, und erklärt, wie, obwohl von den Jesuiten geleitet, das Konzil von Trent, die meisten Leute, die daran teilgenommen hatten, zu dem Zeitpunkt eigentlich den Protestanten ziemlich positiv gegenüberstanden, wie dieser Erzbischof von Reggio in der 17. Sitzung den Leuten gesagt hat, ihr Protestanten sagt, ihr steht als Festung, als Basis eures Gewissens, als Basis eures Redens auf der Bibel und der Bibel alleine. Nur die Schrift, sola scriptura. Jedoch haltet ihr den Sonntag als euren Sabbat. Und dafür gibt es in der ganzen Heiligen Schrift nicht eine einzige Verweisung. Es gibt in der ganzen Bibel nicht ein Wort, mit dem der Sabbat vom siebten Tage, Samstag, auf den ersten Tag der Woche, Sonntag, gelegt wird. Sonntag ist die Sonnenanbetung, eingeführt bereits in 321 durch Konstantin. Und dadurch, dass ihr das macht, den Sonntag heiligt und nicht das tut, was in der Schrift ist, entlarvt ihr euch als Rebellen. Das heißt, ihr rebelliert nur gegen die römisch-katholische Kirche. Und das können wir nicht zustehen. Das muss abgeschafft werden. Also, wenn du den Sabbat nicht hältst, dann hältst du dich nicht an die Bibel. Und wenn du dich nicht an die Bibel hältst, ja, dann musst du dich an Rom halten. Ehrlich gesagt, ich konnte noch nie vorher einem römisch-katholischen Erzbischof zustimmen. Aber dem habe ich zugestimmt. Den Fehler haben die Protestanten damals gemacht. Warum? Was die Motivation war? Da will ich jetzt gar nicht mal drauf eingehen. Aber was interessant ist im Zusammenhang mit dem Buch, was wir hier lesen, wo es ja geht um die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Dadurch, dass die Protestanten damals den Sonntag gehalten haben und nicht den Sabbat, haben sie der römisch-katholischen Kirche eine Hintertür aufgelassen, durch die eben die Katholiken sie dann verdammen konnten. Und genau dasselbe ist passiert, und das lesen wir, je weiter in dem Buch kommen, über die Gründung der Vereinigten Staaten eben auch. Da fängt es an, in der Verfassung der Vereinigten Staaten steht drin, dass es eine Religionsfreiheit gibt. Religionsfreiheit in einem Land, das zuvor aus 13, wie nennt man das jetzt, Kolonien bestand. Und in diesen 13 Kolonien war es den Katholiken verboten, öffentlich ihre Messe abzuhalten und öffentliche Ämter zu bekleiden. Warum? Na, was habe ich am Anfang dieser Sendung gesagt? Die Kirche ist ein Staat. Und wenn ich der römisch-katholischen Kirche oder ihren
Mitgliedern die Möglichkeit gäbe, in die Politik zu gehen, dann vertreten sie einen Staat in dem Staat. Das heißt, ich lade mir den Krebs selber ein, der mich auffrisst. Und das wussten die Kolonien. Das wusste England. Und deswegen musste Amerika abgesplitzt werden. Und diese Hintertür der Religionsfreiheit nutzt die römisch-katholische Kirche, um dann ihre Machtstruktur aufzubauen und das Land im Endeffekt zu übernehmen. So haben sie es in Amerika gemacht, so haben sie es dann später in England gemacht, wie man bei James A. Wiley oder Tom Frest eben nachlesen kann, Roman Civil Liberty. So haben sie es in Deutschland gemacht. Das erste, was Hitler tat, ein paar Monate nach seiner Machtsergreifung im Juli 1933, war was? Ein Konkordat unterzeichnen mit Pacelli. Pacelli, der später Papst Pius XII. Wurde. Hitlers Papst. Mann. Es gibt so viele Dinge, über die man sprechen könnte. Nur wenn man Rulers of Evil als Basis nimmt. Also ich werde heute wohl nicht viele Kapitel lesen, aber es macht unglaublich Spaß, euch das alles mal so zu erläutern. Und was ich hier sage, ist geschichtlich begründet. Ich kann es beweisen. Und man muss hier ja nochmal umdrehen von 2016 und muss mal 150, 200 Jahre zurückgucken. Dann sieht man es doch selber. Macht euch doch mal die Mühe, die Dinge zu untersuchen. Mensch, was habe ich gelacht letztes Wochenende. Da waren hier 3 Wahlen in Deutschland. In Sachsen, Anhalt, Baden-Württemberg und Thüringen. Oder was weiß ich da. 3 Wahlen jedenfalls. In Sachsen-Anhalt kam die AfD von 0 auf 24 oder sowas Punkte. Prozent. Ich bin fast vom Sofa gefallen vor Lachen. Ja, die sogenannten Protestwähler. Haha, guck mal, eine neue Partei, die macht alles besser. Jede Partei, die in dem System mitarbeitet, hat die Zustimmung vom Rom. Guckt euch auch mal jetzt die Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika an. Welche Puppe da auch gewinnt, ob das Clinton ist, ob das Trump ist oder ob das sonst einer ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Trump, seine Kinder gingen übrigens alle auf katholischen Schulen. Jeder der Kandidaten ist vom Vatikan anerkannt. Dem spielt es keine Rolle, wer gewinnt. Dem spielt es keine Rolle, wer gewinnt in Deutschland, dem spielt es keine Rolle, wer gewinnt in England, dem spielt es keine Rolle, wer gewinnt in Frankreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wer an die Macht kommt, der hat den Segen des Papstes. Sonst kommt er nicht an die Macht. Und ein Katholik schwört seine erste Allianz dem Papst und nicht dem Land, den er dient. Und deswegen kann die Merkel sich dahinstellen und kann ihren Diensteid ablegen und sie macht das mit mentaler Reservation. Die mentale Reservation, die den Katholiken gegeben ist, nach dem Motto, das ist komplett egal, was ich hier sage, was ich hier auch schwöre, was auch immer. Ich arbeite für das Wohl der Kirche, der universalen, der katholischen Kirche. Die muss am Ende der Gewinner sein. Und alles, was ich dafür machen muss, ist rechtens. Alles. Und deswegen sagt die Merkel und sagt der Gauck und sagen all die anderen Politiker, Gabriel und Seehofer und nennt sie mal alle auf, die ihr da als Puppen da im deutschen Theater rumlaufen habt, die spielen euch nur ein Theater vor. Natürlich geht es auch hier und da um Macht, das sage ich ja gar nicht. Aber dem Papst ist es doch scheißegal, wer von den beiden sich am Ende durchsetzt, ist sowieso sein Kandidat. Er gewinnt immer und lässt das die untereinander ausfeiern oder auskämpfen. Und wir vom Fernseher, die sich uns die Nachrichten angucken und diesen ganzen Blödsinn reinziehen, denken, boah, der hat aber gerade was Gutes gesagt. Boah, guck mal, der sagt aber die Wahrheit. Ey, kennt ihr einen deutschen Politiker, der euch mal gesagt hat von, ey, der Papst steht über allem? Der mal gesagt hat, der Papst ist der Antichrist? Wie es Ian Paisley in Irland getan hat? Wie es Ian Paisley 1984 im Europäischen Parlament getan hat? Als der Papst Paulus II. In das Europäische Parlament kam und er Schriftzüge hochgehalten hat mit Ich nenne dich Antichrist und hat aufgestellt und hat gebrüllt, I denounce you Antichrist, Antichrist, bis sie ihn rausgeschmissen haben. Gibt's so einen Politiker in Deutschland?
Gibt es überhaupt noch Leute in Deutschland, die meinen, dass sie überhaupt noch Protestanten sind, die den Antichristen protestieren, die überhaupt wissen, wer der Antichrist ist? Deutschland ist die Wiege der Reformation. Wo ist unsere Kultur hin? Da brauche ich die ganzen Islamisten gar nicht mehr, die ganzen Muselmänner, die da reinkommen, um mir meine Kultur wegzunehmen, weil die Kultur ist schon weg. Sie ist schon weg. Wo waren wir denn stehen geblieben? Es ereignete sich auch beim Konzil von Trient, dass die römisch-katholische Kirche nach dem Rhythmus des schwarzen Papsttums zu marschieren begann. Eine Generation später, das sind knapp 25 Jahre, eine Generation später wurden die Richtlinien der römischen Inquisition unter jesuitischer Führung durch die Befehle des Kardinalinquisitor-Generals geleitet. Dieses Directorium Inquisitorum von 1584 war Papst Gregor XII. Gewidmet, der den Jesuiten das Recht gewährte, in der Geschäftswelt und im Bankenwesen aktiv zu werden, und der außerdem anordnete, dass den persönlichen Mitarbeitern eines jeden päpstlichen Legaten ein Jesuit als Ratgeber angehören soll. So. In der Geschäftswelt und im Bankenwesen aktiv zu werden. Jetzt höre ich sie schon alle. Ja, aber die Rothschilds und die Morgans und dies und das, das sind Schiffs und Oppenheimer und das sind alles Juden und das Bankensystem ist jüdisch. Ja, ihr könnt ja gerne glauben, was ihr wollt. Ich glaube der jüdischen Enzyklopädie, die selbst sagt, dass die Rothschilds die Hüter des Vatikanschatzes sind. Und da kommen wir später in diesem Buch auch noch drauf zu sprechen. Hinter den Kulissen werden alle Banken geleitet von den Katholiken. Und zwar von ihren Ritterorden. Hauptsächlich den Malteserrittern, aber es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel hauptsächlich in Amerika die Ritter von Kolumbus. Die beherrschen übrigens die Sportwelt. Zusammen mit den Malteserrittern in den Vereinigten Staaten. Das Bankenwesen ist nicht jüdisch. Dahinter steht der Vatikan. Die Juden, die werden als Vormänner gebraucht. So von, ihr könnt den ganzen Dreck abkriegen. Ihr könnt auch das ganze Geld abkriegen. Natürlich, hey, die Juden sind reich. Das sage ich ja nicht. Die Rothschilds sind reich. Sind eine kabbalistische Familie, aber sie sind eine Familie seit Generationen in katholischen Ritterorden. Habt ihr mal das Bild gesehen von Meyer Amschel Rothschild? Mal sehen, wer ist hier ans Video denke, dass ich es reinmache. Mit Malteserkreuz? Was glaubt ihr wohl, warum der das hat? Den Papst höre ich. Und wir haben doch am Anfang von Rulers of Evil, habe ich ja in der ersten Lesung, habe ich das ja vorgelesen, dass eben auch die Regulierung der Federal Reserve Bank einer katholischen Person untersteht. Oder etwa nicht? Schon vergessen? Naja. Also. Papst Gregor der 13. sagte, dass der gewährte den Jesuiten das Recht, in der Geschäftswelt und im Bankenwesen aktiv zu werden, und der außerdem anordnete. Der anordnete, das ist ein Befehl vom Papst. Wenn ich dem gehorche, wenn ich dem Treue geschworen habe, was tue ich dann, wenn er mir was befiehlt? Anordnet. Dann gehorche ich. Dass den persönlichen Mitarbeitern eines jeden päpstlichen Legaten ein Jesuit als Ratgeber angehören soll. Nun, hier folgt eine Zusammenfassung des Directorium Inquisitorium. Übersetzt durch J.P. Calendar 1838 und wo ich gerade bei der Übersetzung bin. Danke, lieber Bruder Andreas Hohn, der sich die Arbeit gemacht hat, die Rulers of Evil, die Herrscher des Bösen, bis jetzt, ich glaube bis zum 17. Kapitel ist er vorgedrungen, alles für mich, was ich zusammengefasst habe in Englisch, zu übersetzen ins Deutsche. Du machst eine wundervolle Arbeit, ohne die ich diese Lesung hier heute nicht machen könnte.
Und ich danke dir ganz herzlich für deinen Einsatz, Andreas, und freue mich auf eine zukünftige weitere Zusammenarbeit. Und wenn noch hier solche Leute da sind, die ein Übersetzungsprogramm haben oder auf welche Art und Weise auch immer sich in der Lage fühlen, gute, qualitative, top englische Texte gut und qualitativ top ins Deutsche zu übersetzen, ich kann das nicht, ich verstehe es zwar, aber ich kann es nicht übersetzen, dann bitte meldet euch bei mir. Desto mehr kann ich solche Videos machen, weil leider ist es nun mal so, dass über die neue Weltordnung und über die katholische Kirche, Jesuiten hauptsächlich, so viel Dinge mehr in Englisch geschrieben sind als in einer anderen Sprache. Von daher ein Aufruf an meine Brüder und Schwestern, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich sende euch gerne die Papiere zu und dann kann ich da Videos zu machen. Ich erwähne gerne euren Namen, auch wenn Andreas mich da nicht drum gefragt hat, aber das interessiert mich nicht. Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich finde das ganz toll, dass er das macht. Genauso finde ich das ganz toll von meiner Schwester Miss Q, dass sie sich die Mühe macht, die Videos zu machen, auch wenn sie dieses Video hier wohl nicht macht. Das muss ich wohl selbst machen. Aber die macht ein paar Videos für mich, das finde ich auch ganz toll. Ich finde Ehre, wem Ehre gebührt. Wenn jemand sich die Mühe macht, dann muss er auch erwähnt werden. Es ist zwar alles gratis hier, ne? Ich habe gratis empfangen, ich muss gratis geben, ich frage da kein Geld für, aber ich finde, man kann schon den Leuten ein bisschen Rechnung tragen und darf mal eben ein bisschen applaudieren für die Mühe, die sie sich machen. Sich stundenlang dahinsetzen und diese Übersetzungen machen, dass ich euch das ein bisschen näher bringen kann. Also, ein kleiner Kommentar von mir nochmal eben. Ich arbeite gerade an einer Übersetzung ins Deutsche, die einen Eid behandelt, den Protestanten in Ungarn und anderswo wohl auch im 18. und 19. Jahrhundert ablegen mussten, um den protestantischen Glauben abzuschwören, wenn sie in die Fänge der jesuitischen Inquisition fielen. Entschuldigung. Ich habe darüber bereits im Englischen eine Sendung gemacht. Das war mit Tom Fress in Hour of the Truth. Könnt ihr ja mal nachschauen. Eine der letzten Sendungen steht da mit bei. A Protestant Confession ist irgendwie der Untertitel dabei in Hour of the Truth. Könnt ihr euch anschauen. Da ist es in Englisch. Und das will ich halt ins Deutsche übersetzen. Da will ich ein deutsches Video mal von machen. Also, eine Zusammenfassung aus dem Directorium Inquisitorium. Ja, von 1584 von Papst Gregor dem 13. Dem 12. Na, dem 13. Ja, guck hier schon, schiel schon hier ein bisschen. Papst Gregor dem 13. Also, hört gut zu. Derjenige ist ein Ketzer, ein Heretiker, der nicht daran glaubt, was die römische Hierarchie lehrt. Ein Ketzer verdient den Schmerz des Feuers, des Evangeliums, der Kanons, des bürgerlichen Gesetzes und der Sitten. Ketzer müssen verbrannt werden. Hallo? Humanismus? Menschenrechte? Ja, aber nur wenn du in das Bild der römisch-katholischen Kirche passt. Ketzer müssen verbrannt werden. Das ist heute noch Gesetz. Deren Gesetz. Dass das nicht öffentlich überall durchgezogen wird, ist eine Sache. Aber das Gesetz ist da. Und außerhalb der Öffentlichkeit wird das auch immer noch zugefügt. Ob sie jetzt verbrannt werden, ob sie gekreuzigt werden, ob sie gesteinigt werden, ob sie erschossen werden. Was war denn der Luftangriff 1900, wann war es, 44 oder was auf Dresden? Das war doch reine Inquisition. Mehr als 500.000 wehrlose Flüchtlinge, die da verbrannt wurden mit den Brandbomben. Ketzer müssen verbrannt werden. Dresden war voll mit Protestanten, die aus dem Osten Deutschlands kamen. Leute, die die Bibel hochgehalten haben. Ketzer müssen verbrannt werden. Für den Verdacht der Ketzerei allein ist diese Reinigung gefordert. Magistrate, die sich weigern, den Schwur der Verteidigung des Glaubens anzunehmen, sollen der Ketzerei verdächtigt werden. Kriege können durch die Autorität der Kirche begonnen werden. Hallo? Ablass für die Gesamtheit der Sünden soll nur denen erteilt werden, die sich dem Kreuz der Verfolgung von Ketzern angeschlossen haben. Jeder darf einen Ketzer töten. Wer einen Ketzer hintergeht, der soll dafür belohnt werden. Ketzer dürfen dazu gezwungen werden, sich zum römischen Glauben zu bekennen. Von daher halt dieses Glaubensbekenntnis, was ich noch machen werde. Ein Ketzer, der schließlich an allen Orten sündigt, soll auch überall gerichtet werden. Ketzer müssen gesucht, gemaßregelt und ausgelöscht werden.
Für Ketzer gelten weder Recht noch Gerechtigkeit. Die Güter von Ketzern gelten als konfisziert durch die Verübung ihrer Verbrechen. Schaut euch doch mal die Chefgesetze an, mit denen in Deutschland alles konfisziert wird, mit denen uns überhaupt nichts gehört. Weil wir eben Ketzer sind, weil wir Protestanten sind in den Augen der römisch-katholischen Kirche, auch wenn da nicht mehr viel von über ist. Aber wir büßen für die protestantischen Aktionen, die unsere Vorfahren damals gemacht haben, als sie endlich das Wort Gottes lesen konnten und es ihren Brüdern und Schwestern beigebracht haben und endlich gemerkt haben, dass wir unter einem Joch in Rom leben, von dem wir weg müssen. Für Ketzer gelten weder Recht noch Gerechtigkeit. Wir sprechen hier über ein Schreiben vom Papst. Der Papst spricht ex cathedra, er spricht, als wäre er Gott auf Erden. Dem sein Wort ist Recht. In den Augen der Katholiken und denjenigen, die ihnen folgen. Die Güter von Ketzern gelten als konfisziert durch die Verübung ihrer Verbrechen. Der Papst kann neue Artikel des Glaubens erlassen. Definitionen des Papstes und der Konzile gelten als unfehlbar. Inquisitoren dürfen Zeugen foltern, um die Wahrheit zu erfahren. Hallo? Patriot Act, NDAA, Vereinigten Staaten von Amerika, schon mal von gehört, dass man einfach festgenommen werden kann mitten auf der Straße und verschwindet in irgendeinem Guantanamo Bay irgendwo in der Welt und auch gefoltert werden darf, ohne Anklage, ohne Recht auf Verteidigung? Das sind Gesetze, die gelten heute in den Vereinigten Staaten von Amerika. So weit sind wir da hier in Europa auch nicht von weg. Inquisitoren dürfen Zeugen foltern, um die Wahrheit zu erfahren. Nicht nur diejenigen, die sie anklagen, nein, sie dürfen sogar die Zeugen foltern. Es ist löblich, diejenigen eines jeden Standes zu foltern, die sich der Ketzerei schuldig gemacht haben. Der Papst hat Macht über alle Ungläubigen. Infidels! Ja, es ist nicht nur der Islam, der das meint, dass er Macht über die Ungläubigen hat und das Recht hat, die Ungläubigen, die Infidels, zu töten. Der Papst macht das ganz genauso. Die Kirche möge Krieg mit den Ungläubigen führen. Diejenigen, die besonders verdächtig erscheinen, sollten als Ketzer angesehen werden. Wer keine Auskunft über Ketzer erteilt, möge als verdächtig erachtet werden. Inquisitoren sollen es Ketzern erlauben, als Zeugen gegen andere Ketzer aufzutreten, aber nicht zu ihren eigenen Gunsten. Es ist Ketzern erlaubt, als Zeugen gegen andere Ketzer aufzutreten, aber ich kann da nicht meinen eigenen Vorteil draus ziehen. Ich bleibe immer noch ein Ketzer und werde nach den römischen kanonischen Gesetzen gestraft. Inquisitoren mögen die Namen der Informanten, Zeugen und Ankläger nicht veröffentlichen. Ketzer, die bereit sind zu büßen, sollen für immer eingesperrt werden. Inquisitoren sollen ihre eigenen Ausgaben und die Löhne ihrer Angestellten aus den Besitztümern der Ketzer bestreiten. Inquisitoren kommen in den Genuss eines Plenarablasses. Das ist eine vollständige Vergebung der Sünden durch den Papst. Hallo? Wer kann Sünden vergeben? Jesus Christus, unser Vater im Himmel. Aber doch nicht der Papst. Und zwar zu jeder Zeit während ihres Lebens und nach dem Tode. Inquisitoren kommen in den Genuss einer vollständigen Vergebung der Sünden durch den Papst zu jeder Zeit während ihres Lebens und nach dem Tode. Es war das natürliche Ergebnis der Inquisition, dass die Wohlhabenden unter den Ketzern, Protestanten und Liberalen der Folter und dem Mord dadurch entkamen, dass sie in den Untergrund, in die aufkeimende Welt des Handels oder in solche Regionen flohen, in denen protestantische Amtspersonen ihnen die Inquisitoren vom Leibe halten konnten. Sich sehnen nach einer weniger aufdringlichen religiösen Erfahrung, schlossen sich diese reizvoll erscheinenden philosophischen Bruderschaften an, in deren Mitte sich die frei gegen den römischen Katholizismus äußern konnten. Aus diesem augenscheinlichen Grund handelten die Bruderschaften oder Logen im Geheimen. In Wirklichkeit waren sie die Überbleibsel des Netzwerks der Templer. Rosenkreuzer, teutonische Ritter und die zahlreichen und vielfältigen Riten der Freimaurer.
Und das ist genau der Grund, weshalb es Katholiken verboten war, Mitglied in einer Freimaurerloge zu sein. Aber jetzt, meine Lieben, zum Schluss wird's noch mal richtig interessant. Wie die Templer und die Jesuiten waren diese religiösen Hierarchien, in denen strikter Gehorsam galt. Sie unterschieden sich allerdings von den Jesuiten darin, dass ihre pyramidale Ordnung in einer höchsten Autorität gipfelte, die keiner der Brüder mit Sicherheit identifizieren konnte. Der höchste Meister der Loge erhielt seine Befehle von einem unbekannten Obersten, einem Obersten, dessen Wille den jeweiligen Meister auf seinem gesamten Weg die Ränge emporsteigend darauf trainiert hatte, ihm ohne Nachfragen zu gehorchen. Ordo ab cadavre! Was die Meister niemals verstanden hatten, war, dass diese geheimnisvolle Person, wie wir später noch im Detail erörtern werden, in dem Buch dann, nicht hier, in Wirklichkeit kein anderer war als Papa Nero, der schwarze Papst, der General der Gesellschaft Jesu. Mit der Inquisition und dem Konzil von Trient, das ihren Weg bahnte, wurde aus der Gesellschaft Jesu das, was sich Loyola erträumt hatte. Die wiederauferstandenen Tempelritter. Im nächsten Kapitel untersuchen wir die Fortsetzung ihres meteoritenartigen Aufstiegs als Entwickler der modernen Welt. Ich habe eine Stunde der Lesung erreicht und das ist lang genug. Ich will eure Konzentration nicht länger in Anspruch nehmen. Schaut es euch gleich nochmal an. Lest selbst das Buch, wenn ihr Englisch könnt. Ansonsten freue ich mich auf den nächsten Teil, weil Entertainment und Filmindustrie kommt in Sicherung des Vertrauens in Kapitel 9 dran. Und das ist so toll. Ich gebe euch nur mal ein Stichwort. Könnt ihr ja schon ein bisschen untersuchen, bevor ich das lese. Dann könnt ihr mitlesen und könnt ihr mitdiskutieren. Intermirifica. Intermirifica. Googelt das mal und lest das. Euch werden die Augen übergehen. Das war jedenfalls jetzt Kapitel 7 und 8 von Herrscher des Bösen von F. Tapper Saucy. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze und behüte euch auf all euren Wegen. Gott segne euch und führe euch auf den richtigen, schmalen Pfad, der zu ihm führt. Zu Jesus und durch Jesus zum Herrn. Den Gott von Abraham, Isaak und Jakob, dem Schöpfer dieser Erde, dem alles gehört und dem wir alles zu verdanken haben. Joggler 66 macht Schluss, Jörg sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gott schütze euch, bye bye.